Möglichen. Die meisten Wunder sind uns durch die Bibel bekannt. Wunder, die zu biblischer Zeit in Israel geschehen sind. Doch nach der Rückkehr der Juden in ihre biblische Heimat kehrten auch die Wunder zurück in das Land der Bibel. Das wusste auch Israels Staatsgründer David Ben-Gurion, als er 1948, vor 60 Jahren, den Staat Israel proklamierte und ausrief: Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Überall in der Welt, in Kirchen und Gemeinden, geschehen Wunder. Doch die großen Wunder Gottes geschehen heute wieder in Israel. Um diese Wunder jedoch sehen zu können, muss man Realist sein und kein Wunderträumer. Ben-Gurion war kein religiöser Mensch, doch er glaubte ganz real an Wunder. Doch ich möchte Sie daran erinnern, dass gleich nach Staatsgründung Israels vor 60 Jahren Gott anfing, in Israel erneut Wunder zu tun. Nur 17 Minuten, nachdem David Ben-Gurion am 14. Mai 1948 die Unabhängigkeit Israels ausgerufen hatte, heulten in Israel die Alarmsirenen, denn 5 Araberstaaten, Syrien, Libanon, Irak, Jordanien und Ägypten, griffen den eben erst geborenen Judenstaat an, und zwar mit einer Übermacht von 310:1, das heißt mit einer 310-fachen Übermacht. So stand ein Israeli 310 bewaffneten Feinden gegenüber, und von den damaligen Israelis waren 75% Holocaust-Überlebende, die erst 3 Jahre vorher als körperliche und seelische Wracks aus den KZs befreit worden sind. Niemand in der Welt, auch nicht die USA und erst recht nicht die Briten, gaben den Israelis damals eine Überlebenschance. Das war auch der Grund dafür, dass die USA Israel damals nicht half. So kam Israels Hilfe ganz allein vom Herrn. Dementsprechend sahen auch die Wunder aus. Es waren Wunder, die man mit der Vernunft nicht erklären kann, die man als Realist aber akzeptieren muss, weil sie heute nicht mehr wegzudenkende Tatsachen sind. Als zum Beispiel die Iraker gegen Israel heranrückten, fing es 1948 mitten im Juli an zu regnen, in einem Monat, in dem es sonst im Orient nie regnet. Als die Iraker den Regen sahen, ließen sie ihre Kanonen und Panzer stehen und flohen zurück nach Babylon an den Euphrat und Tigris, denn sie glaubten, das sei Atomregen. Der Regen dauerte nur 35 Minuten. Die reichten aber aus, um Israels Feinde in die Flucht zu schlagen. In den Militärberichten der Jordanier konnte man lesen, als die jordanischen Einheiten gegen Israel marschierten, kam ihnen plötzlich eine riesige Phalanx von Soldaten entgegen, über deren Häupter, so heißt es in ihren Schriften, über deren Häupter in den Wolken eine weiße Hand zu sehen war, durch die Jordanier geblendet wurden, so dass sie vor Schreck und Angst ihre Soldatenschuhe auszogen, weil sie als Beduinen-Araber barfuß schneller laufen konnten. So lagen in der Wüste tausende Schuhe. Diese Schuhfotos gingen damals um die Welt, und internationale UNO-Beobachter bestätigten, dass dort weit und breit kein einziger Israeli zu sehen war. So war es auch im Sechstagekrieg 1967. Israel hatte Jordanien versprochen, Jordanien nicht anzugreifen, wenn sich Jordanien aus dem Krieg heraushält. Doch Jordanien gab dem Druck Ägyptens nach und zog mit in den Krieg gegen Israel. Als sich eine israelische Einheit in der Wüste verfahren hatte und vor sich eine Stadt sah, die sie nicht kannten, fragten sie im Hauptquartier nach, was sie machen sollten. Denn sie hatten ja für Jordanien keinen Strategieplan. Da sagte ihnen Israels Verteidigungsminister Moshe Dayan, dass diese Stadt in der Wüste, die vor ihnen liegt, Jericho ist. Und, wie er sagte, weil sie nun schon einmal dort sind, sie diese Stadt miterobern sollen, was auch geschah. Auf diese Weise wurden Judäa und Samaria und auch die Altstadt von Jerusalem erobert.
Es gibt aber nicht nur Wunder im Krieg, sondern auch friedliche Wunder. Dass zum Beispiel die Wüste wieder ein fruchtbarer Garten wurde. Nach der Zerstreuung der Juden unter alle Völker verkümmerte das einst so fruchtbare Land der Bibel zur Wüste, zur Einöde und zum Malaya-verseuchten Sumpf. Fremde Völker kamen und wollten Israels Wüste wieder zum Blühen bringen. Doch die Wüste blieb Wüste, fast 2000 Jahre lang. Luftaufnahmen aus dem Jahre 1917, die damals für das Kriegsarchiv Bayern gemacht wurden, beweisen, dass das ganze Land, soweit das Auge reichte, eine einzige Wüste und Einöde war. Kein Baum und kein Strauch war zu sehen. Tja, und dann kamen Anfang des 20. Jahrhunderts die Juden. Die aber hatten von Ackerbau und Viehzucht keine Ahnung, denn sie waren Händler, Bankiers und Akademiker. Mit den Juden aber kehrte der rechtmäßige Besitzer nach Israel zurück. Und damit wachte auch die Wüste aus ihrem Dornröschenschlaf auf. Selbst der Spätregen, der fast 2000 Jahre ausgeblieben ist, setzte, wie in der Bibel verheißen, wieder ein. Alle früheren Versuche, das Land Israel wieder fruchtbar zu machen, scheiterten, weil keiner der Völker der rechtmäßige Prinz war, dem Gott dieses Land verheißen hatte. So erlebt Israel heute Wunder über Wunder in der Wüste. Denn Israels Früchte und Blumen werden in alle Welt exportiert. Wer Made in Israel Produkte kauft, kauft Wunder aus Israel. Und dazu kommt, dass Israel in den nur 60 Jahren noch dazu von einer Agrarnation in eine Hightech-Nation mutierte. So ist Israel ein wahres Wunderland. Da lade ich Sie ein, nach Israel zu kommen. Und denken Sie daran, wer Made in Israel Produkte kauft, kauft Wunder aus Israel. Wünschet Jerusalem Glück, es möge wohlgehen denen, die dich lieben. Mit diesem Bibelvers aus Psalm 122 verabschieden wir uns für heute. Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse am Heiligen Land. Shalom. Die neue DVD von Ludwig Schneider ist jetzt im Israel Bazar erhältlich. Der Gründer des Nachrichtendienstes Israel Heute betrachtet in 7 Vorträgen das Heilige Land aus biblischer Sicht. Gott wirkt auch heute noch Wunder in Israel. Bestellen Sie diese 7 neuen exklusiven Vorträge des Jahres 2009 gleich jetzt im Israel Bazar. Für nur 25 Euro erhalten Sie 70 bewegende Minuten in Jerusalem mit Ludwig Schneider.